Hallo, ich bin Sam Meredith. Die veröffentlichten Hersteller-PMI-Daten geben viel Stoff zum Nachdenken. Und Kopfdirektor Jan Egbert Sturm wird uns Aufschluss geben. Erstens, am 1. September wurden zahlreiche europäische PMIs veröffentlicht, die auf positive Ergebnisse für führende Volkswirtschaften des Euroraums schließen lassen. Die einzige besorgniserregende Wirtschaft ist Frankreich, denn sie hat einen wiederholten Schrumpf von 49,6 im Juli auf 48,3 im August verzeichnet. Inwieweit ist die Gesamteurozone beeinträchtigt? Natürlich ist Frankreich die zweitgrößte Wirtschaft der Eurozone. Deshalb machen ihre Probleme dem Euroraum große Sorgen. Andererseits ist die französische Wirtschaft an sich ziemlich stabil und in diesem Sinne sollten wir die Auswirkungen der Publikation nicht übertreiben. Freilich sind weitere Entwicklungen genau zu beachten, aber wie gesagt, wird auch hier eine ziemlich robuste Erholung beobachtet. Der gesamte Euroraum hat eine leichte Wachstumsverlangsamung verzeichnet. Nun wird das Wachstum in der Region bereits seit 2 Jahren erfasst. Der Euroraum verzeichnet jedoch die Inflation von nur noch 0,2%. Was kann die EZB noch tun, um sie näher an die abgezielten 2% zu bringen? Es ist zu berücksichtigen, dass die extrem niedrige Inflationsrate maßgeblich durch den Ölpreisverfall im vergangenen Jahr bedingt ist. Wenn dieser Preiseinbruch aus den Statistiken verschwindet, wird ein Inflationsanstieg automatisch entstehen. Insbesondere im nächsten Jahr rechnen wir mit einer Inflationsbeschleunigung, obgleich sie wahrscheinlich für das 2%ige Inflationsziel nicht ausreichen wird. Die EZB könnte sich wirklich Gedanken machen, wie sie nach Beendung des Konjunkturprogramms der Wirtschaft weiter fördern soll. Die Arbeitslosenquote des Euroraums wirkt mit 10,9% etwas alarmierend. Jugendarbeitslosigkeit erreicht 22,5%. Kann man davon ausgehen, dass die Eurozone trotz positiver PMI-Daten deutlich unter dem Potenzial funktioniert? Aber selbstverständlich, wenn solch ein großer Anteil der Bevölkerung keinen anständigen Job finden kann, dann funktioniert die Wirtschaft unter dem Potenzial. Das liegt doch auf der Hand, egal wie man das abmisst. Im Moment stellt sich die Frage, wie bald die Arbeitslosigkeit rückläufig wird. Das kann einige Zeit in Anspruch nehmen, aber die gute Nachricht ist, dass wir doch bei der saisonbereinigten Arbeitslosenquote einen Rückgang betrachten. Weiter funktioniert das hoffentlich besser, aber das nimmt Zeit. Mit einem baldigen Rückgang ist nicht zu rechnen. Danke, Jan. Bleiben Sie mit Dukaskop TV für weitere Updates unter der Woche. Auf Wiedersehen.